Hallo und willkommen zurück zu The Evil Within. So, im letzten Part haben wir hier gespeichert. Bisschen leise gerade noch. Moment. So. Ja, ich glaube, so ist es okay. Und treten jetzt mal die Tür auf. Ja, und können hier schon mal durchgucken. Der Gang kommt uns noch ziemlich bekannt vor. Hier geht's nicht rein. Okay, dann gehen wir doch mal direkt hier durch. Gucken, was uns so erwarten wird. Ich könnte das Mikrofon noch ein bisschen richten. So. Oh. Okay, uns erwartet Dunkelheit. Hey, klopf nicht sonst. Ich will Lotte aufmachen. Ich weiß, dass du da draußen bist. Passen Sie auf sein Auge auf. Was? Wenn Sie leben wollen, meiden Sie Ruviks Auge. Passen Sie auf sein Auge auf. Was soll das bedeuten? Das werden Sie sehen. Okay, wie immer tolle Hilfe und... Maja liegt da. Armer Kerl. Ruhe in Frieden. Einfach aus Prinzip verbrennen? Naja. Okay, sind aber nur eine Tür weiter. Wir waren schon ein Stückchen weiter hier, ja. Okay, da haben wir doch voll in sein Auge geguckt. Wäre aber auch zu leicht gewesen, wenn wir ihn einfach so besiegt hätten. Bisher. Ich hätte vielleicht auch gar nicht einblenden brauchen. Naja, jetzt bin ich schon da. Was soll's. Sieht auf jeden Fall ein bisschen interessant aus. Definitiv. Hier ist eine Spritze. Okay, hier gibt es nicht nur eine Spritze, hier gibt es einige andere Sachen, wie man sieht. Es kommen nämlich auch leider ein paar Gegner. Ah. Erstmal hier hoch. Ah, da kommen sie doch. Ah, ist er tot? Nein. Jetzt aber, glaube ich. Oh, der ist aber... Jetzt kommen wir noch von hier welche, das ist supi. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich höre schon wieder hinter mir das Rumgestöhne. Oh, gut. Der Kopf ist schon mal weg, das ist sehr schön. Oh Gott, so viel Mausplatz habe ich hier gerade gar nicht. Ups. Oh, geht doch. Genau, du stolperst. Komm, hoch mit dir. Geht doch. Oh Gott. Bin ich gerade zielsicher. Okay, das warte ich jetzt mal einfach. Aber ich glaube, ganz ehrlich, das bleibt nicht so. So, okay. Ah ja, natürlich. Och, nicht die. Die sind so eklig. Die zu spielen. Wow, 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 wow. Die übertreibt man nicht. Was? War's das schon? Wir bringen mal zur Sicherheit.
Aua. Ach, der kann schießen. Oh Gott. Geh weg. Ey, ich hab da auf Verbrennen gedrückt. Das ist nicht fair. Okay. Der ist echt ein bisschen zäh. Der Kollege hier. Ja, natürlich. Zack. Gib dir mir noch voll die Schelle hier. Furchtbar. Und wir zwischengespeichert, ist aber nett. Dann kann man aber auch mal die Spritze hier mal nehmen. Zack. Also zwischenspeichern kann zwei Sachen bedeuten. Das, was man so hört, dass da vielleicht noch neue Gegner kommen. Oder dass wir auch schon weitergehen können. Das Auge sieht schon ein bisschen interessant. Oder wo spielst du denn hin? Und Schrotflintenmunition können wir nachladen. Gott, da habe ich die Welle gerade erschreckt. Das glaubt ihr gar nicht. Okay, jetzt kommen auf jeden Fall ein paar neue Gegnerchen. Okay, die ist gut. Guck mal, was halt so. Okay. Oh Gott. Die konnte ich natürlich gerade. Ja, ich wollte da nicht drüber jumpen. Nein. Danke der Nachfrage. C. Jawohl. Die hat sich gewehrt. Das können die. So, haben wir das. Oh Gott, der steht ja schon wieder. Oh. Oh. Aua, der lebt ja noch. Oh Gott. Och nö, nicht so einer. Oh Gott. Oh, das ist natürlich praktisch. Oh Gott. Das ist auch praktisch, ja, wunderbar. Dann ist ja nur der Dicke hier, hoffe ich. Ja, sehr schön. Gleich mal nachladen. Zack. Ja, nicht. Ja, Buhne ist leer. Müssen wir auffüllen, ja, Buhne. Buhne ist wichtig. So, wir haben sogar noch genug Schrott da rumliegen. Auch noch nachladen. So, perfekt. So, dann gehen wir hier mal. Oh, nice. Glibber. Ja, jetzt kommt hier nämlich nichts mehr. Jetzt haben wir ja alles sozusagen besiegt. Jetzt gucke ich hier noch schnell mich ein bisschen um. Oh, da war noch Glibber. Sehr schön. Oh Gott, wir haben ja voll für Pistolenmunition verbraucht. Schade. Noch mehr Glibber. Brauchen wir überhaupt noch Glibber? Ich bin mir nicht sicher. Eichholz haben wir auch noch gebraucht. Perfekt. Und nur eins. Da hinten. Mal hier oben nochmal. Rotmunition. Oh, Glibber. Ganz viel Glibber. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir es noch brauchen werden, aber man weiß ja nie. So, oh, und hier ist noch 10 Schuss. Nice. So gehört sich das. Spritze finde ich unpraktisch. Okay. Ah, nix mehr. Boah, eine Flasche. Brauchen wir natürlich. Oh. Nicht. Wollte ich sagen. Ja. Dann. Oh, hier ist noch mehr Werkzeug. Perfekt. Was hat man hier oben noch? Oh, eine Harpune. Da könnten wir nochmal. Ich meine, da könnten wir, wenn wir es kurz ausrüsten. Genau. Da haben wir wieder Platz. Oh, da hinten sehe ich noch Glibber. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir was brauchen, aber was ich mitnehmen kann, nehme ich lieber mit. Auch ein bisschen Gewehrmunition, perfekt. Weil ich habe mir ja schon ein bisschen was verbraucht. Ich meine, man kriegt jetzt zwar recht viel wieder, aber... Ja, ist ja noch nicht alles.
Nö. War überhaupt abzusehen. Oh Gott. Autsch. Das könnte für beide gereicht haben. Oh, Pistolenmunition. Ah, ich habe den gerade gesehen. So, perfekt. Ich glaube, das hat für beide gereicht. Ja. Oh Gott, ich sehe jetzt unsere Leben. Gott, haben wir Glück gehabt. Wow. Ist ja was? Dann nehmen wir doch einfach mal so einen Erste-Hilfe-Koffer. Davon haben wir noch genug. Sind wir jetzt wieder erstmal auf einen Drogentrip? Ja, Mann. Oh, ist das Leben nicht schön? Ist es ein bisschen glibber? Alter, es ist echt krass, wie das aussieht. So steuert sich das dann auch, so wie es aussieht. Ja, passiert schon. So, jetzt sitzen sie aber wieder gut. Mein, oh. Abschützmunition. Ich meine, hier wäre sogar eine Spritze gewesen, aber anscheinend doch nicht. Naja. Gibt Schlimmeres. Da wir eh keine gebraucht haben oder genutzt haben jetzt. Sondern uns mit einem Medikit. Ja, das war praktisch. Sebastian. Oh, wir haben scharfes Munition. Nett. Ah, hier wäre eine Spritze gewesen. Und noch ein paar Schuss. Perfekt. Das war nachgeladen. Perfekto. So. Und hier gab es damals beim Gronkh einen Bug. Ich hoffe, ich habe den nicht. Weil sonst könnte man das Let's Play vergessen. Und zwar hat er den Bug gehabt, dass man muss hier gleich, glaube ich, irgendwo runterjumpen. Und ab da hat es sich nicht mehr gerendert, nichts mehr geladen, gar nichts mehr gemacht. Das war halt ein bisschen kacke. Und zwar, wenn man hier runterjumpt. Und... Ne, bei uns sieht alles gut aus. Der hatte nämlich keine Wände gehabt. Nix. Er hatte nichts gesehen. Er konnte überall lang laufen, obwohl hier Barrikaden teilweise sind. Ah ja. Ach nö. Auch wenn das vielleicht nicht so klug ist, das Ding zu entschärfen, wir entschärfen das mal. Ah, war da noch was? Ah, noch eine Spritze. Ja, gut, was machen wir denn jetzt? Aha, seht ihr schon? Ha? Geil, oder? Unsere beiden Freunde erscheinen. Was? Ist zwischendurch geflogen? Oh Gott. Aua! Geht's denn noch gut? Ich seh nix. Autsch! Ja genau, das war das Problem nämlich an der ganzen Sache. Die chasen einen richtig hart, wie ihr gerade gesehen habt. Man ist hier noch Blut und alles, man kann nichts dagegen tun. Ja, das war damals schon ein harter Fight. Man konnte die Tür zwar wieder zumachen, aber dann kommen sie da hinten durch und ach Gott. Man hat nur Probleme gehabt. Zu dem Zeitpunkt. Ich meine, mittlerweile wusste ich das ja. Und wir sind ja auch verdammt gut ausgerüstet mittlerweile. Also damals, wo ich auf normal gespielt habe, ups, war das schon so eine Sache für sich. Ganz ehrlich. So, das da. Zack. Noch nicht ausgerüstet? Ach. Zack. Bisschen dumm, dass wir es immer einzeln machen müssen. Aber ach egal, die anderen brauchen wir nicht. Gibt es auf jeden Fall nochmal Glibber, nochmal Fette 8000 und nochmal 8000, meine ich. Ja. Boah, das war halt echt, glaub mir, das hat keinen Spaß gemacht. Hier bin ich ziemlich oft Game Over gegangen. Damals. Beim ersten Mal durchspielen. Und da war es eben ja auch nur wegen der Story spielen, wie ihr wisst. Ich glaube, hier haben wir dann alles auf der Seite. Ich glaube, hier war sogar noch eine Bombe. Perfekt.
Shotgun ist nachgeladen, ja. Und deswegen meine ich mit, ob es so schlau ist, die Bombe zu machen, weil wir hätten die Bombe natürlich auch gegen die nutzen können. Wenn wir drauf schießen. Damals habe ich auch vieles machen müssen. Wie gesagt, das war kein Zuckerschlecken, das Ganze. Und jetzt, wo man erstmal das mal gesehen hat, konnte man erraten, ob es so kommt. Oh, irgendwie ran. Oh, wahrscheinlich nämlich rübergehe. Ja. Und das war echt ein Fight des Grauens. Beide. Ich habe, glaube ich, damals dann einen hier eingesperrt, den anderen nach draußen geholt. Aber da der da Flüssigkeit ist, hat der mich meistens im Game Over gekloppt. So als Randinfo, ja, das ist auch. Ob hier noch eine Statue hängt, aber ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht mal, wann die Dimensionen überhaupt noch kommen. Ah, ist doch eine. Okay. So, dann würde ich sagen. Ah, das war der Fall, wahrscheinlich, den ich verschossen habe. Öffnen wir mal die Tür und gucken, was uns hier erwartet. Ah ja, okay. Das sieht doch sehr angenehm aus. Rufik. Ich ja. Habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Ich will dich ja noch gar nicht festhalten. Oder ist das Auge? Jetzt kommt erst eigentlich der Hinweis zu tragen, pass auf das Auge auf. Daher sind alles Augen. Ich weiß gar nicht, ob man draufschießen konnte. Ja, man konnte draufschießen, um es zu vereinfachen. Aber das machen wir natürlich jetzt nicht so viel, weil das wäre Munitionsverschwendung. Oh. Man muss nur aufpassen, dass man eben nicht... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das reicht, okay. So. Eben nicht erwischt wird, sonst ist man instant Game Over. Oh. Okay, das war schon knapp. Ja. Man kann halt auch Munition verschwenden ist es ja nur bedingt. Aber es ist halt unnötig, alles platt zu schießen. Jetzt zurück. Dann müsste hier jetzt ein Safe Spot sein. Genau. Dann kann man hier mehr oder weniger sich für einen Weg entscheiden, glaube ich. Ist, glaube ich, egal welchen man nimmt. Oh. Hier war es gerade eng, ja. Hier sieht man auch, hier wäre eine Falle. Das muss ich hier auch durchschleichen. Das ist schon nicht gerade easy hier. Oh Gott, das Auge fast gar nicht gesehen gerade eben. Aber das sehe ich jetzt. Das heißt, hier müssen wir aufpassen. Ich habe noch zugesehen damals, wie Gronk das gespielt hat. Oh. Ja, und man wird, also man stirbt nicht, man wird instant hier zurück teleportiert. Jetzt können wir uns das auch vielleicht ein bisschen einfacher machen. Oh Gott, hier vielleicht jetzt nicht gerade. Zwei, drei Augen einfach abschießen. Was Gronk nicht mal gewusst hat. Was ja auch nicht schlimm ist. Ich habe es auch jetzt nur getestet. Ich wusste es auch nicht mehr. Aber machen wir es hier ein bisschen einfacher. Und auf. Oh, das bleibt noch nicht mal permanent. Okay. Und okay. Jetzt stirbt man. Ja gut. Ich habe gedacht, das erreicht mir nicht ganz das Teil. Und Gronk hat sich übelst oft aufgeregt, dass er überhaupt, weil er nicht wusste, wie er erwischt worden ist die ganze Zeit. Okay, ich glaube rechtsrum ist angenehmer. Achso, nee, wir haben einen komplett anderen Weg, sehe ich gerade. Okay, dann probieren wir mal den Weg. Okay, das war jetzt gerade so drin. Kann man drüber streiten, ob wir jetzt wirklich drin waren. Aber gut, das können wir trotzdem entschärfen. Weiß nicht, ob man dann jetzt hier theoretisch Werkzeug ohne Ende farmen kann. Okay. Zack. Ausweichen. Auch hoch. Hoffen, dass wir nicht erwischt werden. Perfekt. Man kann jetzt drüber schreiben, ob es der leichtere Gang war. Ich sehe jetzt nichts. Hallo.
Ah, okay. Ja. Ich glaube, hier ist Kong auch einmal gestorben, weil er es überhaupt nicht gesehen hat, dass man da lang kann. Oh je, yeah. Oh yeah. Das war sehr, sehr knapp gerade. Und sorry, dass ich gerade die ganze Zeit Vergleiche zu Kong mache. Das habe ich halt den letzten erstmal noch sogar angeguckt. Nicht, weil ich, weil es mich einfach interessiert hat, wie er es jetzt durchspielt, weil er es ja damals nicht beendet hatte. Deswegen habe ich auch wieder richtig Bock auf das Spiel. Ja, aber eigentlich habe ich es gar nicht geguckt, wie er es jetzt wirklich zu Ende gespielt hat. Hört mir gerade mal so auf. Habe ich das letzte Abschnitt nicht mehr geguckt? So, ja, hier sind wir wieder, genau, hier sind wir wieder in der Beacon-Nervenklinik. Im Vorgarten. Und, ja, sieht ein bisschen karamboliert aus. Können wir hier reingehen, aber das werden wir erst im nächsten Part tun. Na, vielleicht kriegen wir noch ein schönes Thumbnail hinterdurch, warte mal. Hehehe. Oh ja, sieht nicht schlecht aus. Was wir wirklich so machen, weiß ich noch nicht. Aber was ich noch so zu basteln kann. Aber es sieht eigentlich ganz cool aus, so ein bisschen. Guck mal, eigentlich die Perspektive. Ach, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, sag ich mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von The Evil Within. Könnte dann der vorletzte oder vielleicht sogar der letzte Part sein. Ich weiß gerade nicht mehr, wie lange es noch geht. Obwohl, ein bisschen Story kommt noch. Wunderbar. Das kriegen wir so hin. Also bis dahin. Tschüss.